Ein anderes Bezeugnis von einer Schwester, welche von Deutschland kommt. Und sie heißt Angela. Angela aus Deutschland. Ein Bezeugnis der Heilung. Der Friede sei mit euch, Brüder und Schwestern. Gott möge euch segnen. Vor 2 Jahren habe ich euch auf YouTube gefunden. Aber das war kein Zufall. Es waren schwierige Zeiten, sehr schwierige Zeiten. Ich betete viel und ich habe angefangen, die Offenbarung zu leben. Dieses Buch, ich weiß nicht warum, berührt mich im Grunde meines Herzens. Als ich euer Video angeschaut habe, habe ich angefangen, sie zu verstehen. Seither habe ich nicht mehr aufgehört. Ich höre eure Videos, auch wenn ich schlafe. Ich habe euch lieb. Gott möge euch segnen. Haha, es ist aber wichtig, wenn du sie ihnen zuhörst, wenn du wach bist. Okay? Im Januar dieses Jahr, mein Kleiner, der 2 Jahre und 6 Monate alt ist, hat sich mit heißem Kaffee verbrannt. Es war eine Woche, in der ich Bekehrungen machte. Das erste Mal in meinem Leben. Der Feind greift mich an, indem er meinen Kleinen verbrennt. Ich habe das sofort verstanden, dass es der Teufel wäre. Aber ich ließ mich nicht entmutigen. Bruder Giuseppe sagt, dass wir mit Jesus Autorität haben, auf den Teufel. Somit hatte ich angefangen, den Namen Jesus zu wiederholen, ihn anzubeten und seine Hilfe. Ich habe meinen Kleinen ins Spital gebracht, ohne eine Träne. Sie haben mich gefragt, ob ich ihn im Krankenwagen gebracht habe. Ich habe ihnen gesagt, nein. Und dann fragen sie noch, warum weinst du nicht? Er hat beide Arme völlig verbrannt und ist ruhig. Seine Haut war im 3. Grad verbrannt. Sie mussten ihn am nächsten Tag operieren, weil er eine Infektion riskierte. Eine sehr wichtige, schlimme Verbrennung. Stell dir vor, ein 2-jähriger Junge. Oh ja, Gott helfe uns. Sie haben ihn mit Cremen verbunden und mich nach Hause geschickt. Sie haben mir Medikamente gegen den Schmerz gegeben und gegen das Fieber. Als ich nach Hause kam, verzweifelt im Gedanken an mein Kind, so klein, und dass er am nächsten Tag operiert werden musste. Einen Tag zuvor habe ich ein Video von euch gesehen über wunderbare Heilung. Ich habe mir gesagt, jetzt schaue ich ihn nochmals an und versuche ihn zu heilen mit der Hilfe von Bruder Giuseppe. Amen. Ich habe den Heiligen Geist um Hilfe gerufen, dass er mir zur Hilfe käme. Und ich habe den Herrn gelobt. Und es hat funktioniert. Halleluja. Als ich mit dem Gebet zu Ende war, habe ich in meinem Kopf und in meinem Herz eine Stimme gehört, sei beruhigt, es ist alles okay, er ist geheilt. Mein Sohn hat ganz ruhig geschlafen, ohne Medikamente. Ruhm sei Gott. Am Tag danach, am Morgen, bin ich ins Spital gegangen. Der Arzt, der die Operation durchführen musste, stand nicht zur Verfügung. Er hatte Besprechungen und sie haben die Operation auf den nächsten Tag verschoben. Nach 3 Tagen bin ich wieder dahin zurückgekehrt. Die Ärzte öffnen den ersten Verband und die Haut war geschlossen. Sie öffnen die zweite und mein Sohn ist geheilt. Halleluja dem Herrn. Halleluja dem Herrn. Danke, Jesus. Also sage ich, liebe Ärzte, keine Operation. Mein Sohn ist geheilt. Ich stelle mir vor, wie sich die Ärzte gegenseitig anschauen. Da stimmt etwas nicht. Das haben wir an der Universität nicht studiert. Die Ärzte waren schockiert und sagen mir, nein, liebe Frau, wir operieren nicht. Denn die Haut ist verheilt. Sie wissen, dass das gar nicht möglich ist. Amen. Es stimmt. Die dritte Haut wächst nicht einem 2-jährigen Sohn. Du willst wohl scherzen. Der hat Narben für das ganze Leben. Kochender Kaffee auf ein Kind 2-jährig. Da scherzt man nicht. Mein Kind, als die Ärzte die Verbände auftaten, schrie, umarme mich, Jesus. Komme, umarme mich, Jesus. Das ist die Frucht der Worte, die du ständig anhörst. Amen. Das Kind ist voller Wort Gottes und Geistes. Der Herr hört die Gebete der Kinder. Amen. Halleluja. Das ist die erste Heilung, die ich hautnah miterlebt habe. Danke, Jesus. Ich liebe dich. Und ich danke euch, Bruder Giuseppe. Ich hoffe, euch nicht gelangweilt zu haben. Absolut nein, liebe Schwester. Schreibe uns weiterhin. Gott möge euch segnen. Ich vertraue euch. Wir waren zu viert in meinem Haus. Jesus, ich und meine 2 Kinder. Aber jetzt, wo ich euch habe, Gott sei gedankt. Gott segne euch. Lieber Bruder Giuseppe, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn ich etwas falsch mache, dann sag es mir. Ich werde nicht böse. Es hilft mir zu wachsen, dass der Friede Gott mit euch allen sein möge. Amen. Halleluja.
Ciao und ich danke euch für den Bibelkurs. Ich habe euch lieb. Nein, es gibt dir nichts vorzuwerfen. Absolut nichts. Sollte ich dir auch vorwerfen. Die etwas falsch macht, was will sie wachsen? Die ist ein Beispiel für uns alle. Brava, brava. Danke, dass du mich in dein Haus eingeladen hast. Ich komme sehr gerne und bin bei euch im Geist. Tatsächlich gibt es eine Schrift dazu. Schau. Über den Heiligen Geist. 1. Korinther 5, 3. Ich selbst bin zwar nicht persönlich, aber doch im Geist bei euch. Und als solcher habe ich bereits mein Urteil über den Schuldigen gefällt. Okay, ich beziehe mich nur auf das. Ich bin persönlich abwesend, aber im Geist da. Weißt du, manchmal hast du Visionen, dass du an einem anderen Ort bist. Denn Gott kann deinen Geist nehmen und ihn an einen anderen Ort bringen. Gib mir bitte eine Schrift. Hebräer 1, 14. Spricht von Schutzengeln, welche umhergehen, um zu trösten, um zu helfen, um zu segnen. Jesus war im Gethsemane und da gab es einen Engel, welchen ihn tröstete. Hebräer 1, 14. Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Verstehst du? Gott schickt Geister, um zu segnen, zu helfen, zu trösten, zu reden, oder? Es ist etwas, das nun unser klitzekleines Hirnchen nicht versteht. Aber Gott schickt Geister, um zu verwalten. Das ist das Ding, das sich am besten dem Schutzengel nähert, okay? Es sind verwaltende Geister. Jesus hatte zwei Geister, welche ihm geholfen haben. Wie hießen sie? Elias und Moses. Elias und Moses auf dem Berg der Verwandlung. Es gab zwei Geister, die ihm halfen. Das ist sehr interessant für die Zeugen Jehovas. Denn nach ihrer Lehre, wenn sie sterben, gehen sie ein Schlaflied singen. Gehen sie vom Schlafen auf den Bänken in der Kirche, schlafend in die Welt der Geister. In der Tatsache waren Moses und Elias sehr, sehr wach. Amen. Hier sprechen wir von Geschwistern über dieses Instrument Radio und es gibt Geister, welche uns helfen, sonst würde der Teufel kommen und uns alles zerstören. Er kann es nicht tun, weil diese Geister da sind. Es gibt Engel und in der Hand dieser Engel, was ist da, Dora? Schwerter? Ja, machtvolle Schwerter, welche die Hörner des Teufels abschneiden. Amen. Die Teufel haben Angst, sich zu nähern. Magst du dich an den Besessenen in Matthäus erinnern, Kapitel 8? Als sich Jesus näherte, was hat er gesagt? Warum kommst du, um mich zu quälen? Matthäus 8, 28 bis 34. Als Jesus am anderen Seeufer das Gebiet der Gadarener erreichte, kamen ihm zwei Männer entgegen, die von Dämonen beherrscht wurden. Sie hausten in Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand den Weg zu benutzen wagte, der dort entlang führte. »Was willst du von uns, du Sohn Gottes?« fingen sie an zu schreien. »Bist du gekommen, um uns jetzt schon zu quälen?« In einiger Entfernung wurde eine große Schweineherde gehütet. Die Dämonen baten ihn, »Wenn du uns schon austreibst, dann lass uns wenigstens in diese Schweineherde fahren.« Jesus befahl ihnen, »Ja, fort mit euch!« Da verließen die Dämonen die beiden Männer und bemächtigten sich der Tiere. Sofort stürzte die ganze Herde den Abhang hinunter und ertrank im See. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht, rannten in die Stadt und erzählten, was sie alles erlebt hatten und was mit den beiden Besessenen passiert war. Nun liefen alle Leute aus der Stadt Jesus entgegen. Sie baten ihn, ihre Gegend wieder zu verlassen. Es war eine Legion von Geistern. Eine Legion sind 6.000 oder 10.000. Es waren Tausende von Dämonen in diesem Mann. Jesus kommt näher und was sagen diese Dämonen? Warum bist du gekommen, um uns zu quälen? Vor der Zeit bist du Sohn Gottes gekommen, um uns schon jetzt zu quälen? Ist Jesus ein Quäler? Eine schwierige Frage. Ja. Sicher hast du Dämonen. Denn sie ernten, was du gesät hast. Ich bete für einen gequälten Bruder, gequält von Epilepsie, Pornografie und dämonischer Unterdrückung. Ich schicke zurück, woher sie gekommen sind. Ich bin so verärgert, dass ich
sie multipliziert zurückschicke. Amen und Amen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Nun, Schwester Angela, ich danke dir für deine Nachricht. Du hast mir das Herz berührt. Wenn du wenig Geld hast, dann kaufe dir 2 Flugtickets und bete Jesus, dass er dich in unsere Zone schickt. Aber du musst es entscheiden. Aber Jesus hat uns gesagt, wir sollen hier die Türe öffnen für jene, die kommen möchten. Wir öffnen die Türen der Wälder, der Ställe. Wo wir auch immer sind, werden wir uns treffen. Mit euch. Wir werden Übertragungen machen mit den Geschwistern hier. Okay, gut. Wir freuen uns. Jesus hat mit mir geredet und hat mir gesagt, okay, Bruder Giuseppe, jetzt hast du das Territoire erkundigt, hast verstanden, hast es ermittelt, du hast Fehler gemacht in verschiedenen Ländern und hast jetzt verstanden, dass der Herr will, dass wir uns verbreiten, wie man sagt, die Zelte verbreiten. Somit werden wir sie mehr als im Geist besuchen. Ich werde mein Bestes tun, um euch zu besuchen. Okay? Amen. Es fehlt auch nicht viel, bis die Schreckenszeit anfangen wird. Man muss sich in irgendeinen Berg begeben. Und es werden keine Pässe mehr nötig sein. Wir werden nicht mehr von Nation zu Nation gehen müssen. Wir werden dort sein mit 4 Schafen, 2 Ochsen und die Engel, die uns beschützen werden. Vor dem Zeichen des Biestes. Okay? Es ist auch so, dass wir in dieser Zone diverse Berge kontrollieren. Diverse Täler. Und wir haben auch schon etwas gefunden. Ruhm sei Gott. Wie die Frau, die in die Wüste flüchtet. Offenbarung 12,14. Offenbarung 12,14. Doch Gott gab der Frau die starken Flügel eines Adlers. So konnte sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliehen. 3,5 Jahre wurde sie hier versorgt und war von den Angriffen des Drachen, der bösen Schlange, sicher. Ja, wir sind schon jetzt uns dran am Vorbereiten. Wir organisieren uns, dass wir auch mit Batterien autonom übermitteln können über Radio. Letzten Freitag bin ich gegangen, um eine sehr teure Batterie zu kaufen, denn hier kommt die Elektrizität und geht. Habt ihr schon gemerkt, dass ihr manchmal uns nicht hört? Eben, weil hier die Elektrizität kommt und geht. Auch für einen halben Tag gibt es vielleicht keine. Ja, es stimmt, das geschieht oft. Wir haben gebetet und haben unser kleines Geld zusammengetan. Wir haben die Pfanne ausgekratzt, der Offerten, welche wir bekommen, und kaufen somit 2, 3, 4 Autobatterien, um weiterhin übermitteln zu können. Denn Internet fällt langsam zusammen. Somit versuchen wir, über diese Batterien zu übermitteln, wenn die Elektrizität nicht geht. Wir konnten schon eine kaufen und nun schauen wir, ob wir noch mehrere kaufen können. Wir haben mit Solarzellen versucht, aber die kosten wirklich zu viel und da haben wir es nicht gemacht. Wir beten, dass wir einen Bruder finden, welcher sich im Solarpanel auskennt und hierher kommt, um uns zu helfen. Wir sind in einer Versuchsphase. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Wenn ihr Ideen habt, wie man elektrischen Strom produzieren kann, alternativ, dann sagt es uns bitte. Das wäre super, dann könnten wir nämlich auch aus dem Wald übermitteln und könnten so über Wochen über Batterien übermitteln und sie dann wieder aufladen. Wir müssen sehen. Somit, Geschwister, wenn ihr etwas Praktisches habt, dann sendet es uns bitte. Nichts Kompliziertes. Angela, was hast du für uns nach diesem? Willst du noch etwas hören? Cara Angela aus Deutschland, danke, danke und gebe bitte deinem Sohn einen dicken Kuss von uns. Und darf ich etwas sagen, Angela? Klar, vor einigen Tagen habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, wie kann ich diesen Geschwistern helfen, welche kein Geld haben? Diese Mütter mit 2 Kindern, 3 Kindern, ein Vater mit einem Kind. Und er hat mir gesagt, sag diesen Geschwistern, dass sie beten sollten und bekehren sollten. Geschwister finden, wie sie und sich zusammentun. Ich habe einmal eine wunderschöne Geschichte gehört. Es gab 2 Verletzte in der Wüste. Das ist eine wahre Geschichte, ich habe sie gelesen. Einer hatte verletzte Augen und war somit blind. Der andere war an den Beinen verletzt und konnte nicht gehen. Somit hat der Blinde den ein Bein verletzten Mann sich auf die Schulter geladen. Der Hinkende führte somit den Blinden. Und sie haben es geschafft, aus der Wüste zu kommen
und haben sich gerettet. Wenn du eine Schwester bist mit zwei Kindern und somit finanziell nicht gehen kannst, und du bist eine andere Schwester, hast kein Geld, aber kannst arbeiten, tut euch zusammen. Der Herr wird euch führen, dass ihr vielleicht zusammen ein Häuschen findet, welches wenig kostet. Somit arbeitet die eine und die andere kümmert sich um die Kinder. Zum Beispiel zwei Schwestern oder zwei Brüdern oder zwei Familien mit Kindern. Und ihr wechselt euch ab. Zwei, vier, wie viele auch ihr immer seid. Somit geht jemand Geld verdienen und der andere kümmert sich um das Haus, die Kinder, okay? Dann wechselt ihr vielleicht ab. Es macht nichts, es ist nicht wichtig, wer das Geld bringt und wer sich um das Haus kümmert. In unserer Gemeinschaft machen wir das so. Hier gibt es meinen Sohn, der mit Adrian zusammen ist. Sie fällen zusammen einen Baum. Meine Frau ist am Kochen. Mein Sohn Davide kümmert sich um den Sound. Somit kümmert sich jeder hier um irgendetwas. Und jeder gibt sich Mühe. Es gibt keinen Bruder, welcher sagt, wie wir schon gehört haben, ich will nicht zu euch kommen und die Teller waschen. Wir brauchen keine Tellerwäscher hier. Die Geschwister, die hierher kommen, denen werden wir helfen, eine Arbeit zu finden. Wir werden euch sagen, wie man das tun kann. Wir geben euch Ratschläge und wir sagen euch, wie man Geld sparen kann. Ihr müsst aber bereit sein, dass ihr vielleicht ein Stück Fleisch nur hin und da essen könnt. Kommt nicht her mit der Idee von Rohschinken und Käse, Cappuccino und Brioche. Ich mag mich erinnern, als wir hierher kamen, um das Land auszuforschen. Zum Frühstück haben wir nur Tee, Brot und das Wort Gottes gegessen. Wir haben es zusammen gelesen, ein Kapitel der Bibel, jeden Morgen. Angela hat mir gesagt, dass sie bei ihr zu Hause zu dritt sind. Sie, die Tochter und Jesus. Somit war Jesus bei euch, der mit euch Tee trinkte. Ja, jeden Morgen Tee, Brot und das Wort. Wir danken dir, Jesus. Es ist das Herz des Geistes, der dir die Freude bringt, nicht der Cappuccino und das Brioche. In diesem Haus hat Jesus für uns gesorgt. Es hat einen Weg hier herum und wir gehen diesen Weg und lesen die Schrift. Wir lesen eure Bezeugnisse und wir reden darüber am Abend. Findet ein Zuhause, sehr bescheiden, okay? Darum sei Gott. Gibt es etwas anderes, Angela? Wir haben noch ein Bezeugnis seitens Daniele, welcher auch ein neuer Bruder ist. Und er hat uns geschrieben, gestern. Ich grüße euch allen. Guten Tag. Ihr, welche mir die schöne Nachricht überbringt von Gott in diesen schwierigen Momenten. Ich danke dem Herrn, weil ich wirklich aus einem riesen Zufall euch gefunden habe. Radio Blast. Niemand findet uns per Zufall. Es ist immer der Herr, der euch führt. Ich bin Daniela und 29 Jahre alt. Jung bist du. Seit ich klein war, habe ich immer eine Gebetsgruppe befolgt. Anfang war ich begeistert. Ich hoffte, die Liebe zu finden. Aber hingegen habe ich jeden Typus von Idolen gefunden und Überheblichkeit. Aus dieser enttäuschenden Erfahrung heraus hatte ich noch nicht verstanden und besuchte eine römisch-katholische Kirche. Auch wenn enttäuscht vom nicht-evangelischen Approach, arrogant und lügend seitens dem größten Teil der Priester, welche ich während vielen Jahren meiner Suche nach der Wahrheit interpelliert habe. Und so ich wage weiterhin auf der Suche nach dem Herrn, welche die Wahrheit ist. Ich hatte viele Fragen bezüglich der Schrift. Während meiner Suche habe ich einen Pastor befragt, der Pfingstgemeinde. Er war sofort ein Bekehrer, und zwar ziemlich aggressiv, sehr hart in Worten. Er sitzt auf einem Meeresklappstuhl, eine Bank mit zwei Jungen, einer links, einer rechts. Ihre Ausdrücke übertrugen überhaupt keine Liebe für mich. Sie waren dunkel im Gesicht. Aber der Pastor hatte angefangen, von interessanten Dingen zu sprechen. Somit habe ich diese Pfingstgemeinde besucht, für 6 Monate. Man sprach von den Schriften, aber er übte einen starken psychologischen Druck auf und er wurde angebetet. Monat nach Monat sprach er immer arroganter. Was er sagte, schrieb ich nieder auf ein Heft und zu Hause ließ ich es nochmal und verglich es mit den Schriften. Es kam nicht vom Heiligen Geist. Auch dieses Mal musste ich viele Angriffe vom Pastor, aber auch von den Geschwistern erleiden. Ich war verwirrt. Ich war immer sehr ein friedlicher Mensch.
Aber all jene hatten es immer geschafft, dass ich am Schluss an mir selbst zweifelte. Vielleicht war ich das Problem. Ich war sehr deprimiert. Für die viele Bosheiten, die gratis gegeben wurden. Und dass ich meinen Perlen den Schweinen vorgeworfen hatte. Ich betete zum Herrn und er hat mir mit Hesekiel 34 geantwortet. Hesekiel 34 gegen untreue Pastoren. Jeremia 23, 1 bis 2, Sacharja 11, 15 bis 17, Apostelgeschichten 20, 28. Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er forderte mich auf. Du Mensch, richte den führenden Männern von Israel dieses Wort aus. So spricht Gott, der Herr. Wehe euch, ihr Führer Israels. Ihr sollt für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf gute Weide führen, aber ihr sorgt nur für euch selbst. Die Milch der Schafe trinkt ihr, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr, aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Den schwachen Tieren helft ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Weil die Schafe keinen Hirten haben, liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Viele irrten auf den Bergen und Hügeln umher. Nun sind meine Schafe über das ganze Land verstreut. Niemand sucht nach ihnen und kümmert sich um sie. Darum, ihr Hirten, hört meine Worte. Ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, jetzt ist Schluss damit. Meine Schafe wurden geraubt, von wilden Tieren zerrissen, weil kein Hirte für sie sorgte. Anstatt euch um die Herde zu kümmern, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Darum lasst euch gesagt sein, ihr Hirten. Ihr kommt es mit mir zu tun. Ich ziehe euch zur Rechenschaft für alles, was ihr meinen Schafen angetan habt. Ihr sollt nicht länger ihre Hirten sein. Ich lasse nicht mehr zu, dass ihr nur für euch selbst sorgt. Ich rette die Schafe aus euren Klauen, damit ihr sie nicht mehr auffressen könnt. Und somit gab er mir die Kraft, herauszukommen. Ich habe unzählige Recherchen im Internet gemacht. Und ich kann euch versichern, dass die Methode eine Psychosekte von Amerika ist. Ich danke dem Herrn, dass er mich gerettet hat. Die Schwierigkeiten und die Verfolgung ist immer noch da. Aber der Herr begleitet mich. Ich sage danke, mein Herr. Der Herr ließ mich aus dieser Synagoge herauskommen, welche überhaupt nicht von Gott kommt. Heute weiß ich, dass Gott nicht nur mit mir ist, dass er mich auch alles lehrt über seinen Heiligen Geist. Und über die Übertragung von Radio Blast finde ich den Herrn, welcher zu mir spricht. Man fühlt die Liebe von Gott über eure Stimme. Das ist mein Bezeugnis. Betet für mich, liebe Geschwister. Ich schreibe euch aus Italien. Wir sind im Strudel des Antichristen. Ich sehe so viel Hass, so viel Abscheu unter den Leuten. Und die Behörde opfert sein Volk, indem er sie ins Maul der Fremden wirft. Ich danke dir, Bruder Giuseppe, Angela und euer Team. Betet für uns, welche wir uns nicht vom Ort, wo wir leben, wegbewegen können. Wir umarmen dich, Bruder Daniele. Gott möge dich segnen, Daniele. Wie viele wertvolle Schafe. Wie viele, viele, viele. Darum sei Gott. Das Kapitel, der dir der Herr gegeben hast, spricht von den falschen Hirten. Katholisch, Protestanten oder was auch immer. Sie beten so gut, wie es auch Jesus in Matthäus 23 gesagt hat. Matthäus 23. Dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten nicht ein, was sie von den anderen verlangen. Sie denken sich schwere, fast unerträgliche Forderungen aus und bürden sie den Menschen auf, doch sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen und an ihren Gewändern auffällig lange Quasten. Bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen und auch in der Synagoge setzen sie am liebsten in der ersten Reihe. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll begrüßt und Rabbi nennt.
Lasst euch nicht so anreden, nur Gott ist euer Meister, ihr seid untereinander alle Geschwister. Die Pharisäer sitzen auf dem Lehrstuhl von Moses, das heißt, sie lesen die Bibel. Somit macht, was sie lesen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten. Und er hat nachfolgend auch gesagt, wie man vom Urteil des Fegefeuers fliehen kann, das heißt, vor der Hölle. Sie predigen die Bibel. Jesus sagt, sie lesen die Bibel, man muss ihr auch gehorchen, aber sie werden zur Hölle fahren. Mein Ratschlag, Daniele, ist, wenn du falsche Propheten triffst, bekehre sie mit Liebe. Das, was ich auch zu lernen beginne. Denn ich explodiere wie ein Dampfkochtopf. Aber nimm dir kein Beispiel an mir, nimm dir ein Beispiel an Jesus. Er ist liebender als ich bin, auch wenn nicht immer. Wie auch immer, wenn du diese Leute triffst, bekehre sie und bekehre sie. Du wirst mir sagen, wir sind im Strudel der Macht des Antichristen in Italien. Der Strudel ist etwas, der dich hinabsaugt in ein schwarzes Loch und du kannst nicht mehr herauskommen. Die Behörden opfern ihr Volk und geben es in das Maul von Fremden. Das ist sehr wahr. Es ist sehr viel Zeit, in der ich das Gleiche sage. Bravo, Daniele. Du sagst etwas sehr Richtiges. Im politischen Interessen, in der Tatsache, auch gestern auf einer Zeitung, gab es einen Artikel, welcher uns ein Bruder geschickt hat und welcher aussagt, die Rettung von Europa ist es, wenn wir x Millionen Immigranten haben werden. Vor einigen Tagen betete ich zu Jesus bezüglich dieser Sache und er hat mir gesagt, dass neben dem Banksystem möchten sie die Immigranten, um die Arbeitskosten herunterzudrücken, um sie mit einem Stück Brot zu bezahlen, mit der gleichen Produktionsleistung, wie es in China schon geschieht. Somit wird der Preis der Handwerker herabgesetzt. Das wirkliche Ziel des Chefs des Banksystems und der Politiker, das heißt Satan, ist, und die Politiker und die Bankmanager wissen das sehr gut, das Christentum zu zerstören. Sie haben verstanden, dass es seit 2000 Jahren das Christentum ist, welches Europa und Amerika kontrolliert. Sie haben auch verstanden, dass, um die Macht der Welt in die Hand zu bekommen, müssen sie das Christentum zerstören. Sie sehen, wie diese katholischen und protestantischen Kirchen tot sind. Ist es logisch, dass diese Kirchen zu nichts Nutze sind? Politiker versuchen, die politische Macht der Kirchen zu zerstören, welche nur ein Lumpen sind und nichts mehr nützen. Klagen sie an betreffend Pädophilie, Katholiken wegen Pädophilie angeklagt, Protestanten angeklagt, dass sie Geld zusammenraffen, dass sie das Idol Baal anbeten. Und somit sagen die Politiker, die Religionen profitieren nur und sie möchten die Religionen eliminieren. Denn sie sehen den Abfall des Christentums. Aber hoch oben auf der Pyramide, wer ist da? Der Teufel. Und den Teufel interessiert es nicht nur, den Schrotthaufen der Kirchen zu zerstören. Er möchte Christus zerstören. Somit mit der Ausrede, auf die katholische Kirche gerichtet zu sein, die voller Geld ist, ist der nächste Schritt zu sagen, dass es Gott nicht gibt. Es ist einfach, die Kirchen anzugreifen. Man muss sie nur einer alleine lassen und sie fallen selbst zusammen. Sie implodieren. Das braucht man nicht mal den Teufel dazu. Kirchen zerstören sich selbst aufgrund der Korruption, der Verwesung, der Heuchelei. Ich spreche von den institutionalisierten Kirchen. Ich spreche nicht von den blinden Schafen, welche dort am Sonntag die Totenrituale mitmachen. Diese da müssen aufwachen, aus den Käfigen aussteigen. Mit der Ausrede, die Kirchen anzugreifen, greift der Gott an. Karl Marx, Lenin, Stalin, Togliatti, Alema. Als es Alema noch gab und all die anderen Leute, sagten sie, schau nur die Kirchen, die Heuchler, sind immer da zugunsten der christlichen Demokratie. Auch sie sind nur eine Herde von Korrupten. Schau nur die Liegenschaften, schau den Vatikan, voller Geld. Sie haben 100% recht, diese Politiker. Der Teufel hat recht, diese Religionen anzugreifen. Heuchler, warum denkst du, dass Gott dies zulässt? Aber das ist der Trick. Wenn man einmal den Finger auf das Christentum zeigt, auch Gott zeigt es richtigerweise. Was machen sie? Es gibt Gott nicht. Weiter mit dem Atheismus. Es stimmt nicht, dass wir Atheisten sind. Wir glauben an den Gott Volk. Das Volk ist unser Gott. Habt ihr den Trick verstanden? Was in Europa passiert und dass sie die Migranten
hereinkommen lassen in den Vereinigten Staaten. Lassen Sie die Armen hereinkommen in Mittelamerika. Es gibt einen Einmarsch in Amerika der Armen in Mittel, aber vor allem in Europa. Dort gibt es Muslime. Sie greifen Christus an, indem sie Muslime hineinlassen. Sie wissen, dass die Muslime das Christentum herabschlagen möchten. Sie sind doch nicht dumm, diese Politiker. Es stimmt, der Papst, was macht er? Er öffnet die Kirchen den Muslimen. Der Papst ist der erste Politiker in der Tatsache. Es gibt Zeitungsartikel der Sozialisten, welche sagen, dass sie den Papst lieben. Der Papst wurde vor einem homosexuellen Magazin als Mann des Jahres gewählt. Die Homosexuellen haben ihn als Mann des Jahres erwählt. Sag mir, wer dich anbetet und ich sag dir, wer du bist. Bin ich böse mit dem Papst? Nein, ich respektiere ihn. Die Bibel sagt, du musst die Herrscher respektieren und die Könige. Wir müssen sie respektieren. Aber es müssen auch keine falschen Propheten sein. Er redet wie ein Politiker. Er hat den Mund eines Politikers. Er war ein Jesuit. Wenn ihr auf Internet geht und schaut, was der Schwur der Jesuiten ist, werden euch die Haare zu Berge stehen, auch wenn ihr glatzköpfig seid. Ein Jesuit, um Jesuit zu werden, muss schwören, dass er bereit ist zu töten, zu erwürgen, zu vergiften und das hinter dem Rücken der Jesuitenverantwortlichen im Interesse des Papstes. Somit mit der Tatsache, dass sie den Papst unterstützen. Die Päpste haben immer Jesuiten angeheuert. Jesuiten können nicht Jesuiten sein, wenn sie nicht schwören, bereit zu sein, zu foltern, zu vergiften, zu erwürgen und zu töten. Der Schwur heißt im Spezifischen, wie man töten soll, okay? Voller Respekt. Ich muss aber auch die Wahrheit predigen. Dieser Papst hat alle Nummern, der falsche Prophet zu sein. Aus Offenbarung 11. Jemand Besseren als dieser hat es noch nie gegeben. Es gibt einen anderen, der Parolin heißt, und er ist seine rechte Hand, Staatssekretär. Ich würde meinen, wenn dieser Papst zurücktreten würde, könnte Parolin seinen Platz übernehmen. Er heißt Pietro Parolin. Pietro der Zweite, wie einige Propheten meinten. Wäre es auch Nostradamus, der so sagte? Malachi? Der Prophet Malachi, ein Irländer, glaube ich, und es scheint mir eine gute Sache zu sein. Somit möge dich Gott segnen, lieber Bruder, dass der Herr dir Augen geöffnet hat. Amen. Studiert euch alle, Hezekiel 34, welche vom falschen Propheten spricht, von gestern und von heute. Welches ist die richtige, wahre Kirche? Diese existiert in dieser Welt nicht. Keine, außer der Körper von Christus. Wir von Radio Blast, Chiesa dello Spirito. Uns hat der Herr gezeigt, dass wir eine Kirche von Evangelisten sein sollten, sodass, wenn ich auch morgen sterben würde, ihr weitergehen könnt, auch ohne mich und noch besser als vorher. Wenn Jesus gesagt hat, dass noch größere Taten gemacht werden, als er getan hat, welche viel größere Taten können gemacht werden, wie diejenigen, die Bruder Giuseppe gemacht hat. Solange ich hier bin und die Salbung habe, aber wenn ich nicht mehr da bin, Gott hat Elias weggenommen. Was ist geschehen, als Elias gegangen ist, Dora? Eliseo hat seinen Platz genommen. In Italien sagt man, stirbt ein Papst, gibt es einen anderen. Somit, wenn Bruder Giuseppe nicht mehr da sein wird, wird es andere, bessere Brüder geben. Dora, Angela, Davide, Pietro, Giovanni. Der Herr möge uns helfen.